zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, es ist raus, das neue DreamWorks Dragons Magazin. Die Nummer 80. Ich kann's nicht fassen. 80 Ausgaben von diesem wunderbaren Magazin zu einem wunderbaren, zu wunderbaren Filmen. Wobei für mich der erste der einzig wahre ist. Ist so. Der zweite war eigentlich nur da, um das Merch nochmal richtig anzukurbeln und neue Charaktere mit dazu zu bringen. Und der dritte, hätt's den gebraucht. Genauso wie die neue Live-Action-Verfilmung. Weiß ich nicht, ne? Trotzdem, Hammer, dass Blue Ocean das so lange, über die lange Zeit durchgezogen hat. Das ist der Wahnsinn. Wir haben hier eine Dragons-Pistole, einen Dragons-Shooter mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob der schon mal in der Ausgabe beilag. Ich müsste mal echt alles doch mal durchgucken. Habe ich jetzt irgendwie nicht auf dem Radar. Auf jeden Fall ist es spektakulär. Es passt halt 0,0 zum Film. Aber ihr seht hier Nachtschattenauge, ne? Und der Griff hat Schuppen. Es ist der absolute Oberknaller. Also extrem kurios auf jeden Fall. Bevor wir uns die Waffe mit den Pfeilen hier anschauen und ausprobieren, selbstverständlich, werfen wir wie immer einen Blick ins Magazin. Ja, die Nummer 80 kostet mittlerweile auch 5,99 Euro. Da stellst dir schon ein bisschen die Nackenhaare auf. Das ist irrsinnig teuer. Aber ja, was ist heute nicht irrsinnig teuer? Das Magazin hat auf jeden Fall wie immer 36 Seiten voll mit Rätsel, Spiele, Comic, Poster und viel Wissenswertes. Und auch diese Ausgabe ist wieder super schön gelungen, wie ich finde. Ich habe schon mal ganz schnell reingeschaut, aber noch nicht geguckt, was im nächsten Magazin drin ist. Darum lasst uns das hier zusammen machen. Also wir haben ja auf jeden Fall im Buch der Drachen alles über den Flammenrülpser drin. Wir haben zwei Poster am Start. Exklusives Comic. Exklusiv heißt immer, ist noch nicht zuvor erschienen. Gibt's also nur in dieser Ausgabe. Ist super. Duell der Drachenreiter. Also, dann geht's hier los. Übrigens, Planet Wow, Wildlife Adventure. Ich habe schon mal angespielt. Ihr könnt hier mit einem Chamäleon spielen und weitere Chamäleons finden. Es geht hier durch unterschiedliche Landschaften. Wenn ihr Spaß habt an sowas, guckt mal rein. Aber passt auf die Schlangen auf, dass sie euch nicht erwischen. Ihr müsst das kleine Chamäleon hier durchbringen. Aber passt auf, dass euch nicht eine Schlange schnappt, das wäre schlecht. Also, komm hier. Hallo, junger Drachenreiter. Team Hicks und das A-Team kommen sich ständig in die Quere. Die Lösung ist klar, ein Duell soll entscheiden, wer ab jetzt das Sagen hat. Wie das ausgeht, erfährst du im Comic. Viel Spaß! Ja, und das exklusive 10-seitige Comic, Duell der Drachenreiter. Dann der Dragons Shooter, den schauen wir uns an. Und wir haben hier Wissenswertes, alles über die Schurken. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Und ihr könnt wie immer einen Test machen. Wärst du ein guter Drachenreiter? Ihr wisst Bescheid, ne? So, dann geht's hier mal los mit dem Comic. Die Vorstellung, die Stars im Comic. Hier mal wieder ein Glutkessel mit am Start. War schon ewig nimmer mit dabei. Und das lesen wir uns auch mal ganz schnell durch. Glutkessel. Dieser Drache lebt im Meer. Er spuckt kochend heißes Wasser, ist giftig und so stark, dass er ganze Schiffe versenken kann. Dann Hicks ist der Anführer der Drachenreiter. Ein kluger Kopf und mutiger Entdecker. Aber egal wo er ist, Hicks fühlt sich für die Sicherheit seiner Heimat Berg verantwortlich. Dann Astrid ist eine mutige Kämpferin und Drachenreiterin. Sie hat eine Hilfsreitertruppe namens A-Team gegründet, die Berg während ihrer Abwesenheit verteidigen soll. Dann vier, Rotzbacke, Fischbein und die Zwillinge. Die vier Helden gehören zu Hicks Team. Sie stellen sich jeder Herausforderung und halten sich für die einzig wahren Drachenreiter. So sieht's aus. Und dann gibt's ja auch noch Gustav. Ist der Boss des A-Teams und wie Rotzbacke ein echter Angeber. Für ihn ist klar, nicht Hicks Team, sondern er und seine Leute haben auf Berg das Sagen. Naja, das sehen wir dann vielleicht im Comic, denn das heißt hier Duell
der Drachenreiter. Und hier geht's auch schon mal ordentlich los mit vielen verschiedenen Drachen. Ihr seht den Zeichenstil, den kennt man mittlerweile, ne? Schön hier so ein Wachturm zu sehen. Und hier geht's dann auch gleich schon wieder los in das neue Abenteuer. Ich möchte natürlich nicht spoilern, drum blättern wir hier ein paar Seiten weiter. Zur Heftmitte. Oh, hier ist ein kleiner Prospekt mit drin. Entdecke jede Menge Action und Magie von Spin Master. Tja, schon mal zum Aufwärmen für Weihnachten. Wunschzettel, Herbst-Winter 2024. Sollen wir uns denn anschauen? Ja, können wir machen. Mache ich in einem extra Video. Da schauen wir uns den neuen Spin Master Katalog für Herbst und Winter an. Machen wir. So, also komm, hier, bevor wir das Poster anschauen, zielsicher wie ohne Zahn. Kaum ein Drache trifft so gut wie ohne Zahn. Mit deinem Extra kannst jetzt auch du dein Talent beim Zielen unter Beweis stellen. Das Ding ist schon absolut kurios. Guckt euch das an. Mit einem Nachtschattenauge. Ist echt klasse. So geht's. Eigentlich ganz einfach. Zielen abdrücken und der Pfeil zischt los. Nachladen geht auch ganz schnell. Schiene zurückziehen, Pfeil einlegen und schon ist dein Extra wieder einsatzbereit. Ja, wir machen da eine Zielübung auf jeden Fall. Ich habe hier eine ängstliche Küchenrolle und die ballern wir gleich mal ab. Ne? Ich bin gespannt, ob ich sie treffe. So, in der Mitte haben wir hier wieder ein Poster. Oh, die geheime Welt mit Nachtschatten, Tagschatten, ohne Zahn und Hicks ist ja auch mit am Start. Hier haben wir die Unterseite. War das nicht auch irgendwie ein Kinoplakat? Oder eins der vielen Plakate, die es gab? Also ich finde, zur geheimen Welt gab es viel zu wenig Merch, wenn er mich fragt. Gerade was die Drachen von Spin Master angeht und. Auch im Magazin, finde ich, sieht man ein bisschen zu wenig von der geheimen Welt. In der Mitte haben wir noch ein Poster. Ja, Raffnus, Taffnus auf Kotz und Wirk. Auch ein wunderbares Bild mit einem tollen blauen Himmel im Hintergrund und tolle Details, gerade was die Farbe, was das Muster von Kotz und Wirk hier angeht, ne? Spektakulärer Drache. Auf jeden Fall. So, dann hier habt ihr auch ein Abenteuer, eines der vielen Spiele, Rätsel, die ihr hier im Magazin super kurzweilig lösen könnt. Ich spring mal weiter zum Buch der Drachen und hier haben wir den Flammenrülpser, wunderbares Porträt, der Blick ist wirklich astrein, ist mittlerweile Teil Nummer 8. Hier findet ihr alle Details zu diesem Drachen. Hier gleich mal seine Werte, Angriff 8, Speed 4, Feuerkraft 14, Tarnung 5. Ja, Rasse, Flammenrülpser, Zugehörigkeit, Wackersteinklasse, Länge 4,25 Meter, Spannweite 5,5 Meter, Gewicht 2585,5 Kilogramm, Lebensraum Höhlen. Bekanntestes Exemplar ist natürlich Muffel. Experten wissen, Flammenrülpser können im Flug schlafen. So sieht's aus, ne? Hat auch immer irgendwie ein bisschen müde Augen, ne? Hier, es ist großartig. Ja, und mit dabei hier auch gleich Grobian, bekanntester Reiter, hat blonde Haare, blaue Augen und sein Drache ist Muffel. Wusstest du, Grobians Muffel hat die Drachenreiter aus einem Gefängnis der Drachenjäger befreit. Der Flammenrülpser hat ihre drachensicheren Käfige einfach zerbissen. So sieht's aus und ihr könnt hier noch ein bisschen was lesen, sowohl zum Flammenrülpser als auch zu Grobian. Und wir machen gleich weiter, denn hier haben wir nochmal zwei super interessante Seiten. Und zwar Hicks gefährlichste Gegner. Während ihrer Zeit auf der Drachenbasis mussten Hicks und seine Freunde viele Gefahren bestehen und gegen jede Menge Bösewichte kämpfen. Kennst du die wichtigsten Schurken und wer hängt wie mit wem zusammen? Finde ich klasse, dass sie hier alles mal entsprechend aufzeigen. Wir haben natürlich Drago, der absolute Oberschurke. Drago ist der Boss der Drachenjäger. Er hat durch einen Drachen seinen linken Arm verloren. Seitdem hasst er die Flieger und will sie unterwerfen. Dazu braucht er den König der Drachen, denn wer den kontrolliert, ist Herr der Drachen. Also er ist definitiv ein Anführer. Und hier geht's weiter zu den nächsten Bösewichten, Verbündete oder auch ehemalige Verbündete. Wir haben hier Krogan, der grausame Drachenreiter. Das könnt ihr dann hier entsprechend immer lesen. Wir haben Johann, der falsche Freund. Das war echt eine Enttäuschung, mein lieber Mann. Dann haben wir hier Viggo, Drachenjäger mit Köpfchen. Natürlich Reiker, sein Bruder.
Reika, der kräftige Krieger, und der komplett durchgeknallte Dagur vom Feind zum Freund. Auch das gibt es. Anfangs will Dagur Drachen töten, aber dann wandelt er sich. Aus dem Feind von Hicks und seinen Freunden wird ein Verbündeter, der schließlich selbst Drachen zähmt und fliegt. Ja, ich halte es noch mal ganz nah vor die Kamera. So nah kriegt ihr die Schurken kaum vors Gesicht, ja? Only on my channel. So sieht's aus. Hier nochmal. Viggo, der ein Hautproblem hat, und Reika. Also finde ich cool, dass sie das hier auch noch mit reingepackt haben. Super. Das und vieles, vieles mehr findet ihr in eurem Dragons Magazin, die Nummer 80. Und jetzt schauen wir mal auf die Vorschau. Was haben wir beim nächsten Mal drin? Wir haben, oh, ja, ohne Zahns Armbrust. Alles klar. Ja, nach all der Zeit wiederholen sich die Sachen natürlich, ist klar. Was Neues wäre mal lieber gewesen, aber für alle die, die das verpasst haben, haben jetzt die Chance, das einfach nochmal zu kriegen, die ohne Zahn Armbrust. Das hier ist das nächste Magazin, die nächste Ausgabe, Nummer 81. Ich find's der absolute Wahnsinn. Wobei das Titelbild, ja, ne, guckt's euch an, es ist im Prinzip genau die gleiche Abbildung von Hicks und ohne Zahn, nur halt mit einem anderen Hintergrund, ne, das wechselt immer. Ja, wir haben wieder Poster mit drin, wir haben wieder ein exklusives Comic, denke ich mal, drin. Wobei, habe ich schon gesehen. Ob es so exklusiv ist, weiß ich jetzt gar nicht, ne? Aber das kriegt ihr auf jeden Fall mit der nächsten Ausgabe. So schaut's aus. Schade, dass da nicht Dinosaurier mit im Magazin sind, weil die würde ich sonst auch definitiv holen und besprechen. Ne? Ich kann halt mit so Waffen und Fernglas kann ich wenig anfangen. Ich meine, viele werden sich drüber freuen, aber ein Dino zu einer Dinosaurier-Ausgabe wäre mir tatsächlich lieber. Ist so, ne? Also, das aktuelle DreamWorks Dragons Magazin, und jetzt schauen wir uns natürlich das Extra an, den krassen Dragons Shooter in Schwarz und Rot mit dem Nachtschattenauge. Das sieht natürlich, oh, auf beiden Seiten sogar. Das ist cool. Das hole ich hier mal ganz schnell aus der Tüte hier raus. So. Und dann gucken wir uns das mal aus der Nähe hier an. Also, die Dartpfeile sind hier schwarz und rot. Das ist natürlich schick, passt wunderbar zur Waffe. Das vorne ist ein bisschen Plastik oder Gummi, PVC auf jeden Fall. Der Rest ist so ein Schaumstoff, ist weich, kann nichts passieren. Auch die hier sind relativ harmlos. Und mittlerweile waren, glaube ich, schon so viele Darts in den Magazinen mit dabei. Ich glaube, die passen in alle Waffen rein, die halt mit solchen Darts schießen können. Ne? Also wenn euch da welche fehlen, könnt ihr die dazu verwenden. Also, und die Waffe, die ist nicht schlecht. Also die sieht schon schick aus, passt halt 0,0 zu Dragons, tut mir leid. Aber ist ein cooles Teil, es ist sehr kurios. Wir haben hier immerhin eine Länge von 28 cm. Das liegt schon ultra cool in der Hand, das ganze Ding. Ja, das hier sind natürlich Aufkleber, das Auge ist nicht aufgedruckt, ist einfach draufgeklebt. Das Dragons-Zeichen hier auch. Hier die paar Schuppen sind auch mit aufgeklebt. Auf dieser Seite auch nochmal alles mit drauf. Das ist cool. Natürlich auch ordentlich verschraubt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrauben und jede Menge Details. Der Griff hier ist mit Drachenschuppen überzogen. Das ist schon mal cool. Auf jeden Fall. Dann so ein Drachenflügel-Anhängsel hier oben, auch nicht schlecht. Wieso die Steuerflügel von ohne Zahn? Hier können wir schießen, der Griff ist jetzt nicht wirklich groß. Und hier vorne am Lauf, das ist schon alles recht schick umgesetzt. Also es ist halt auf jeden Fall Fantasy pur. Und mit dem hier können wir spannen. Ja, einfach zurückziehen, drücken. Und dann schießt das Ding auch schon. Bin ich mal gespannt, ob es ordentlich Wumms hat. Und das probieren wir hier jetzt mal aus, ne? Also, zurückziehen. Zack. Dann kommt hier der Dart rein. Mal gucken, wie weit geht er rein. Geht er ganz rein? Ja, geht bis zum Anschlag rein. Alles. Ist schon cool, oder? Und jetzt bin ich mal gespannt, wie weit schießt er. Und das hat einen guten Zug. Auf jeden Fall. Das ist nicht schlecht. Komm. Gleich nochmal spannen, reinmachen, so bis zum Anschlag und jetzt hier, komm,
die ängstliche Küchenrolle. So, ich schieß mal drauf, mal gucken, ob ich sie treffe und ob sie es umhaut. Ne? Hat das Ding, hat der Dragon's Shooter so viel Wumms, dass er die hier umhaut? Ich bin extrem gespannt. Ihr auch? Also, komm. Der Dart ist gespannt. So, ich geh noch ein bisschen weiter zurück. 3, 2, 1 und... Woo! Treffer, Treffer, Schiff versenkt. In diesem Fall die Küchenrolle. Sehr gut. Sollen wir mal schießen? Komm, ich schieß noch mal. Also, noch mal spannen, laden. Und ich bin gespannt. Geh ganz weit zurück, damit ihr es noch ein bisschen seht. Ich ziel und komm direkt zwischen die Augen und... Wuhu, sehr gut. Also, das klappt, das ist super. Bin überrascht, wie gut die gerade ausschießt, ja? Tatsächlich. Komm, ich schieß noch mal einen in die Ferne. So, spannen, laden und schießen. Wie weit fliegt es? Ja, ist super. Absolut super. Geht total easy. Optimal. Und nochmal und... Wuhu, sehr gut, sehr gut. Also das Ding macht Spaß, ist super. Ist auch, wie ich finde, recht stabil, ja? Also, wenn du ein bisschen so schräg drückst oder so, hast du nicht gleich das Gefühl, das geht wieder kaputt. Das ist schon okay, ist auch ordentlich verschraubt, wie ihr gesehen habt. Und ist gar nicht so empfindlich, das Teil, muss man wirklich sagen. Ist natürlich hohl, ist klar. Einmal drauftreten und das war's, ja? Hat sich's ausgeschossen. Und was kommt jetzt, hm? Was kommt jetzt noch für ein Tipp? Richtig, wenn ihr gar nichts mit der Waffe anfangen könnt, euch gefällt aber so ein Poster, dann hängt das Poster auf, schön an die Wand pinnen und macht die Waffe einfach schräg mit aufs Poster drauf, dann habt ihr ein tolles Deko-Stück. Das ist so kurios, das ist so fernab, dass es irgendwie schon wieder passt. Ne? Ihr könnt so rum drauf machen, ihr könnt so rum drauf machen, ihr könnt so rumstellen, wie es euch am besten gefällt. Oder hier oben ans Bild, ans Poster dran, könnt ihr alles machen. Ja, und das bekommt ihr hier in der aktuellen DreamWorks Dragons Ausgabe. Die Nummer 80 kostet in Deutschland 5,99 Euro, stolzer Preis. Aber für eine stolze Ausgabe Nummer 80 ist der Hammer. Mit dabei der Dragons Shooter, drei Darts mit dabei. Einer liegt noch irgendwo hier im Raum. Und die ängstliche Küchenrolle, ne? Nicht zu vergessen. Nee, Quatsch. Also, das kriegt ihr auf jeden Fall in dieser Ausgabe rundum gelungen. Schöne Infos, schöne Poster, cooles Comic. Was will man mehr? So, das dazu. Leute, ich bin raus. Ich wünsche euch hammermäßig viel Spaß mit eurem Magazin, mit eurem Dragons Shooter, der auf jeden Fall absolut fantastisch aussieht. Auch wenn er 0,0 zum Film passt, egal. Hiermit könnt ihr Spaß haben. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüss, winke, winke. Euer Ruppi. Yay.